Mein Name ist Bettina Hanfstingel, bin Wifi-Halterin aus dem Landkreis Rosenheim in Bayern, bin bei der SVLFG im Öffentlichkeitsausschuss. Zum 1.4. ist die novellierte Fassung der Unfallverhütungsvorschrift VSG 4.1 in Kraft getreten. Welche Ziele werden mit den neuen Regelungen verfolgt? Also die Erarbeitung neuer Regelungen wurde einfach nötig, wenn man sich die Unfallzahlen anschaut, die im Rinder- und Wifi-Haltungsbereich anfallen. Es soll einfach mehr Sicherheit geschaffen werden bei den Arbeitsabläufen und es war nötig, da einfach zu handeln und da in Zukunft mehr Unfälle zu vermeiden oder die Betriebe dabei zu unterstützen, da sicherer arbeiten zu können. Welche Vorteile bieten sich für Rinderhaltende vor Ort, wenn sie die neuen Regelungen beachten? Also die neuen Regelungen sollen ja betriebsindividuell umgesetzt werden und mehr Sicherheit schaffen bei Abläufen wie eben zum Beispiel der Besammung, ob jetzt durch künftige Besammung oder bei der Haltung eines Deckpullen. Und der große Vorteil in der SVLFG ist eben der, es gibt Beratungsangebote von Außendienstmitarbeitern und die kommen auf ganz viele verschiedene Betriebe, sehen da sehr viele Lösungen, kommen auf verschiedene Diskussionsansätze und können aus diesem Erfahrungsschatz einfach dann schöpfen, wenn sie die Betriebe einzeln beraten. Es gibt für jeden Betrieb dann eine Lösung. Es ist vielleicht nicht gleich auf der Hand, aber wie gesagt, der Erfahrungsschatz wird gesammelt und so kommen wir da einfach dann alle gemeinsam mehr schaffen und sicherer arbeiten.